Gegeben ist ein ungerichteter Graph wie hier. Jede Kante hat eine nicht negative Länge. Berechnet werden soll ein Teilgraph wie dieser. Die Knoten sind exakt dieselben wie im Eingabegraphen. Die Kanten sind aber nur eine Auswahl aus den Kanten des Eingabegraphen. Und zwar muss der Teilgraph zusammenhängend sein, das heißt, über grüne Kanten kann man von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten kommen. Optimierungsziel ist, die grünen Kanten unter dieser Bedingung so auszuwählen, dass die Summe der grünen Kantenlängen minimal ist. Was bedeutet nun minimal spannender Baum? Minimal heißt eben minimale Summe der Kantenlängen. Das Wort spannend kommt daher, dass alle Knoten aufgespannt werden. Ein Baum ist im ungerichteten Fall ein zusammenhängender, zirkelfreier Graph. Zusammenhängend haben wir geklärt, man muss von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten kommen. Zirkelfrei ist keine Zusatzbedingung, sondern zirkelfrei ergibt sich durch die Minimierung der Summe der Kantenlängen. Würde der grüne Teilgraph einen Zirkel enthalten, dann könnte man irgendeine der Kanten im Zirkel entfernen und der grüne Teilgraph wäre immer noch zusammenhängend, aber die Summe der Kantenlängen wäre kleiner. Widerspruch. Links ist ein Beispiel zu sehen. Im Preprocessing wird ein Knoten erledigt. Das ist der Startknoten. Es ist egal, welcher. Rein zufällig wählen wir Knoten E. Rechts ist eine Bounded Priority Queue zu sehen, zum Beispiel ein Heap. Alle Knoten außer E sind in der Queue. Die Knoten, zu denen es von E aus eine Kante gibt, haben die Länge dieser Kante als Key in der Queue. Alle anderen haben Key unendlich. In jeder Iteration wird ein Knoten erledigt und damit grün gezeichnet. Und zwar ist das immer der Knoten in der Queue mit minimalem Key. Haben zwei oder mehr Knoten minimalen Key, dann haben wir freie Wahl. Knoten D erledigen heißt, erstens D aus der Queue zu entfernen, zweitens die kürzeste Kante von einem grünen Knoten zu diesem grün zu machen, drittens die Keys derjenigen unerledigten Knoten, die mit D durch eine Kante verbunden sind, potenziell zu verringern. Hier wurden die Keys von C und O von unendlich auf endliche Werte reduziert. Und zwar auf die kürzeste Länge einer Kante, die diesen Knoten mit einem grünen verbindet. Achten Sie auf den Knoten F, der hat momentan Key 20. Jetzt hat F Key 5, denn jetzt ist auch C erledigt und damit gibt es eine Kante der Länge 5 von einem grünen Knoten zu F. Damit hat F den kleinsten Key in der Queue und wird als nächstes erledigt. Jetzt hat G Wert 8, weil die Kante von F nach G Länge 8 hat. Also wird G gewählt. Jetzt ist I nur noch einen Zähler entfernt von den grünen Knoten und wird gewählt. Schauen Sie auf Knoten H. Es gibt drei Kanten von H zu grünen Knoten. Als F erledigt wurde, wurde der Key von H von unendlich auf 15 reduziert. Später wurde G erledigt und der Key von H weiter auf 3 reduziert. Jetzt, durch die Erledigung von I, reduziert sich der Key von H weiter auf 2. Bis hierhin sollte klar geworden sein, was in einer Iteration passieren muss. Wir extrahieren den nächsten Knoten aus der Queue und deklarieren ihn als erledigt. Wir betrachten die zu diesem Knoten inzidenten Kanten, und zwar jeweils den Knoten am anderen Ende der Kante, aber auch nur dann, wenn er noch nicht erledigt ist. Falls diese Kante kürzer ist als die bisher kürzeste gefundene zu einem grünen Knoten, dann wird der Abstand des Knotens entsprechend geändert. Und entsprechend wird auch die Kreis-Key der Queue aufgerufen mit diesem Knoten.
Wir schauen uns zum Verschnaufen noch eine Iteration an und noch eine, bei der O erledigt wird. Jetzt schauen wir uns aber doch einmal die Invariante an. Dieser Teil ist klar. Der Startknoten wird im Preprocessing erledigt und in jeder Iteration wird ein weiterer Knoten erledigt. Dieser Teil ist auch klar. Das haben wir gerade gesehen. Dieser Teil ist das Kernstück. Falls das tatsächlich gilt, dann ergibt sich aus diesen beiden Teilen zusammen, dass die grünen Knoten nach Anzahl Knoten minus 1 Iterationen nicht nur in einem minimal spannenden Baum enthalten sind, sondern tatsächlich ein minimal spannender Baum sind. Denn nach Anzahl Knoten minus 1 Iterationen sind alle Knoten verbunden und jede weitere Kante würde einen Zyklus schließen. Die grünen Knotenkanten können in diesem Moment also keine echte Teilmenge eines minimal spannenden Baums mehr sein. Das heißt, die grünen Kanten sind dann der minimal spannende Baum. Mit diesem Hintergrundwissen sehen wir uns die weiteren Iterationen an. Als nächstes wird Knoten M erledigt. Jetzt steht Knoten L an. Knoten A, Knoten K, Knoten J. Jetzt fehlt noch Knoten B. Und das Ergebnis ist ein spannender Baum. Wie gesagt, wenn wir beweisen können, dass die grünen Kanten immer in einem minimal spannenden Baum enthalten sind, dann ist das jetzt ein minimal spannender Baum. Hier ist noch einmal die Invariante mit allen ihren Teilen. Wie wir schon festgestellt haben, sind diese beiden Teile leicht einzusehen. Es geht also um diesen Teil, um das Kernstück. Das besagt, es gibt einen uns unbekannten, minimal spannenden Baum, der alle bisher grünen Kanten enthält. Mit anderen Worten, die bisher grüne Kantenmenge lässt sich zu einem uns unbekannten, minimal spannenden Baum erweitern. Am Anfang, vor der ersten Iteration, ist die Menge der grünen Kanten leer. Eine leere Kantenmenge lässt sich trivialerweise zu einem minimal spannenden Baum erweitern. Induktionsanfang ist also gewährleistet. Für den Induktionsschritt haben wir eine einzelne Iteration zu betrachten, wie beispielsweise hier die vierte Iteration. Wir gehen davon aus, dass die Invariante mit allen ihren Teilen vor der vierten Iteration gilt. Das ist die Induktionsbehauptung. Und da wir den ersten und zweiten Teil der Invariante schon abgehakt haben, haben wir nur noch zu zeigen, dass der dritte Teil der Invariante auch nach der vierten Iteration noch gültig ist. Das heißt, die grünen Kanten sind auch nach der Iteration inklusive der neuen grünen Kante immer noch Teil eines minimal spannenden Baumes, eines MST, der nicht mehr unbedingt derselbe sein muss. Wir gehen jetzt auf die schematische Ebene. Das sei die aktuelle grüne Kantenmenge vor einer betrachteten Iteration. Die gelben Kanten sind die Erweiterung zu einem MST, den wir im Folgenden die vor der Iteration garantierte MST-Erweiterung nennen. Fall 1 ist einfach. Wenn die nächste Kante, die grün wird, vorher gelb war, dann sind die verbliebenen gelben Kanten nach dieser Iteration wieder eine Erweiterung zu einem MST. Fall 2 ist schwieriger. Die neue grüne Kante gehört nicht zu der MST-Erweiterung, die vor der Iteration garantiert war. Im garantierten MST sind die beiden Endknoten der neuen Kante durch einen Pfad miteinander verbunden, der grüne und gelbe Kanten enthalten kann. Da V erledigt und W unerledigt ist, gibt es mindestens eine Kante E'
auf diesem Zügel, die ebenfalls einen erledigten mit einem unerledigten Knoten verbindet. Die Kante E' ist vor der Iteration daher ebenfalls in der Q, also mindestens so lang wie E. Jetzt modifizieren wir die vor der Iteration garantierte MST-Erweiterung, indem wir Kante E' daraus entfernen und stattdessen Kante E einfügen. Das Ergebnis ist wieder ein spannender Baum. Da E', wie eben festgestellt, mindestens so lang ist wie E, ist der neue Baum kürzer oder gleich lang wie der alte Baum. Der alte Baum war aber ein minimal spannender Baum, das heißt, E und E' müssen gleich lang sein und der neue Baum ist ebenfalls ein MST. Dieser MST enthält auch nach der Iteration alle grünen Kanten, die alten, die schon vor der Iteration grün waren, und die neue Kante E. Fertig ist der Beweis. Wenn Sie sich die Algorithmen von Dijkstra und Prim genau ansehen, dann werden Sie feststellen, dass die beiden Algorithmen fast identisch aussehen. Auf einer höheren Ebene, die wir hier nicht besprechen, lässt sich das auch erklären. Aber die beiden Algorithmen sind nicht exakt identisch, denn die Keys in der Q haben unterschiedliche Semantik. Bei Dijkstra ist der Key eines Knotens die Länge eines kürzesten grünen Pfades vom Startknoten zu diesem Knoten. Bei Prim ist der Key einfach die kürzeste Länge einer Kante von diesem Knoten zu irgendeinem grünen Knoten. Nach i-Iterationen sind der willkürlich gewählte Startknoten und i weitere Knoten erledigt. Die grünen Kanten bilden einen spannenden Baum auf den erledigten Knoten. Die unerledigten Knoten sind in der Q. Der Key ist jeweils die kürzeste Länge einer Kante von diesem Knoten zu irgendeinem erledigten Knoten. Das Kernstück der Invariante ist, die grünen Kanten sind erweiterbar zu einem uns unbekannten, minimal spannenden Baum. Aus dem Kernstück der Invariante folgt sofort, dass die grünen Kanten nach Anzahl Knoten minus 1 Iterationen ein minimal spannender Baum sind, denn jede echte Erweiterung ist da nicht mehr zügelfrei. Nach dem Preprocessing gibt es noch keine grünen Kanten. Alle Knoten außer dem Startknoten sind in der Q. Der Key ist jeweils die kürzeste Länge einer Kante zum Startknoten, also unendlich, wenn es keine solche Kante gibt. Passt also. In einer Iteration wird der Knoten mit dem kleinsten Key erledigt. Für die Knoten, die mit diesem über eine Kante verbunden sind, wird der Key entsprechend aktualisiert. Falls die neue grüne Kante nicht im garantierten minimalspannenden Baum ist, können wir eine andere Kante im garantierten minimalspannenden Baum finden, die wir durch unsere neue grüne Kante ersetzen können. So oder so ist die Invariante dann auch mit der neu hinzugenommenen grünen Kante erfüllt. Die asymptotische Komplexität wird dominiert durch die Operationen auf der Bounded Priority Queue. Jeder Knoten wird maximal einmal eingefügt und daher auch maximal einmal extrahiert. Die Methode DecreaseKey wird aufgerufen, wenn eine zum erledigten Knoten inzidente Kante behandelt wird. Jede Kante wird maximal einmal so behandelt. Insgesamt ergibt sich asymptotischer Komplexität Knotenzahl plus Kantenzahl, beides multipliziert mit Logarithmus Knotenzahl.